Die Templer hatten mich geschnappt und wollten mich gerade zurückbringen. Und dann hat die dunkle Brut angegriffen. Das könnte ein Zeichen sein, oder? Unfassbar. Die Festung wurde überrannt. Ich verstehe nicht, wieso die Wächter nicht gespürt haben, dass die dunkle Brut kommt. Sind da hinten... Sind hier überhaupt Texturen vorhanden? Wie viele Wächter gibt es hier? Wie viele Wächter gibt es hier? Nicht besonders viele, vielleicht ein Dutzend. Aber sie wurden von weiteren Soldaten begleitet. Unglaublich, wie effizient die dunkle Brut bei dem Überfall auf die Festung vorgegangen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Kreaturen dazu in der Lage sind. Es spielt keine Rolle, wir werden sie besiegen. Ja, sie werden dafür bezahlen. Genau, so sieht's aus. Und hier fehlen auch Texturen. Müssen schnell zuschlagen. Also ich weiß nicht, ob das hier so eine Art Tutorial... Ich denke mal, es ist so eine Art Tutorial. Könnte ich mir vorstellen. Wir werden das jetzt einfach mal so hinnehmen. Sehr schön. Und gucken, dass wir... Irgendwann werden wir ja wieder rauskommen von Vigils Wacht, denke ich mal. Wird und, erledigt. Okay, dafür brauchen wir irgendwie einen Schlüssel oder so. Und vielleicht ist es danach besser. Ich weiß, das habe ich gerade auch schon gesagt. Aber vielleicht ist es danach wirklich besser. Und wenn nicht, dann versuche ich das sozusagen für die nächste Aufnahmesession irgendwie gerettet zu kriegen, auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Huch! Dämonen! Nein? Das war ich nicht. Also, ich bin keineswegs unglücklich darüber, dass sie tot sind. Es war wirklich zu komisch, welche Geräusche Biff beim Sterben gemacht hat. Und, ihr seid? Ihr könnt mich anders nennen, werte Herren. Oh nein, was? Ich bin ein Magier und bedauerlicherweise auch ein gesuchter Abtrünniger. Oh no. Ein Abtrünniger? In Vigils Wacht? Ihr wart nicht hier, als wir angekommen sind. An eine Frau wie euch würde ich mich mit Sicherheit erinnern. Oh Gott. Wir haben hier auf dem Rückweg zum Turm Halt gemacht. Eine kurze Pause, haben sie gesagt. Und jetzt sind sie tot. Eine Schande. Das ist der Ohrring. Anders? Also der Anders? Anders? Ich weiß gar nicht mehr. Im zweiten Teil, glaube ich, wurde Anders genannt. Oder auch Anders? Bin mir nicht mehr sicher. Aber es ist der aus dem zweiten Teil, oder? Also die Stimme ist zumindest identisch. Diese Männer waren Templer? Ihr seid also kein grauer Wächter, sondern ein Abtrünniger. Aber das ist irgendwie eine dumme Frage, oder? Ich meine, er hat es ja gesagt, dass er ein Abtrünniger ist. Diese Männer waren Templer? Das haben sie zumindest behauptet. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, kann man sich bei so etwas ja nie sicher sein, oder? Die Templer hatten mich geschnappt und wollten mich gerade zurückbringen. Und dann hat die dunkle Brut angegriffen. Das könnte ein Zeichen sein, oder? Wow, dieser Ohrring. Uns fehlt leider die Zeit, das auszudiskutieren. Ein äußerst praktisches Zeichen. Ich könnte hier eure Hilfe gebrauchen. Ja, rein theoretisch. Dann sollte sie haben. Oh, seid ihr euch da sicher, Kommandantin? Ich bin zwar kein grauer Wächter, aber ich kann nicht behaupten, dass ich die dunkle Brut besonders mag. Ich würde sagen, wir erledigen sie und dann sehen wir weiter. Genau, das würde ich auch sagen. Anders. Oh je. Anders. Die meisten Leute genießen es natürlich, morgens durch Tritte gegen den Kopf geweckt zu werden. Ich bin einfach viel zu anspruchsvoll. Anders ist ein abtrünniger Magier, der von Templern gefangen genommen wurde und in den Turm des Zirkels zurückgebracht werden sollte. Vigils Wacht sollte dabei nur ein kurzer Halt auf ihrer langen Reise sein, doch unglücklicherweise wurde die Festung kurz nach ihrer Ankunft angegriffen. Anders wurde neben den Leichen seiner Häscher aufgefunden, beharrte jedoch darauf, dass sie von dunkler Brut getötet worden seien. Anders schloss sich Saphir an, um die dunkle Brut in Vigils Wacht zu vernichten. Das soll uns erstmal reichen und wir können offensichtlich aufsteigen und das sieht auch alles immer noch so aus, wie es aussah, oder? Ich glaube schon. Das heißt, wir gehen weiter in Klugheit und könnten rein theoretisch noch eine Spezialisierung, aber das ist ja eigentlich eher blöd. Todstellen, ja, rein theoretisch könnten wir noch ein bisschen Verstohlenheit vielleicht, denn das andere, nehmen wir einfach mal Verstohlenheit mit. So, und sie, die Gute, ist eigentlich auch sehr gut ausgestattet. Konstitution hat sie, wow,
Konstitution hat sie so gut wie gar nicht. Da müsste ich jetzt mal kurz wieder auf meinen klugen Zettel gucken. Dafür müsste ich mal ganz kurz hier ein bisschen rumkramen. So, der Tank sollte nämlich zumindest Konstitution 25 haben. Ich kann gar keine Punkte verteilen. Ich könnte dir eine Spezialisierung geben. Hat sie denn eine Spezialisierung? Sie hat gar keine Spezialisierung? Ja, dann Champion. Und okay, das hat sie aber voll. Ja, dann Überleben. Gegner spüren. Kriegsschrei. Oh, 13 Punkte. Ja, auf jeden Fall mal so Schildzeugs. Am besten voll. Und rein theoretisch das hier eigentlich auch voll. Okay, ich hoffe, sie kommt damit klar. Sie ist Verteidiger, sie ist aggressiv. Gut, und was ist denn jetzt unser guter Enders? Natürlich, er ist Magier. Wir haben immer noch kein... Echt, das ist immer noch nicht freigeschaltet. Schweinerei. Gut, bei ihm kann ich jetzt aber auch nichts machen, außer ich könnte ihm eine Spezialisierung geben. Urtümlich. Er ist so ein Elementarmagier. Ich weiß gar nicht mehr, was er im zweiten Teil ist. Pesthauch. Ist dieser Modus aktiv, strahlt der Zauber eine Aura der Schwäche aus, wodurch nahe Gegner Abzüge auf Angriff und Verteidigung erleiden. Das ist eigentlich ganz cool. Massenlähmung ist eigentlich auch ganz cool. Haben wir hier nicht noch irgendwo, dass wir diese Aura anschmeißen können, dass er ein bisschen... Ich meine, heilen könnt ihr auch lernen. Ich weiß nicht, ob wir später noch einen Heiler bekommen. Ich meine, wir könnten ihn rein theoretisch ja dann neu... Ihr wisst, was ich meine. Zauber ihr Licht ist ganz cool. Inferno macht mit Sicherheit auch Spaß. Der Magier hat sich mit seinen Beschäftigungen erhält einen permanenten Bonus auf Zauberkraft. Das ist gut. Ich suche aber eigentlich diese Sache, dass man nicht Todessog... oder war es Todessog? Es war, glaube ich, irgendwo hier, oder? Todessog? Aus dieser Modus nimmt der Zaubernde entropische Energie und entzieht gefallenen Feinden in seiner Nähe verbliebenes Mana. Doch, das ist eigentlich gut. Und das Gleiche gab es ja auch. Er schafft eine unheilvolle Verbindung. Todesmagie. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war, wo man dann Leben zurückbekommen hat. Ich meine, das müsste hier in diesem Baum gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Lebenskraftentzug ist auf jeden Fall cool. Aktiviert. Todesmagie ist dieser Modus aktiv, nimmt der Zaubernde. Genau, das war's. Okay. Zwei Punkte hätten wir jetzt rein theoretisch noch. Dann machen wir das so. Und dann gucken wir mal bei ihm. Er ist ein Vernichter. Rein theoretisch, er macht selbst Verbündeter. Oh, Verbündeter. Nein, das ist viel zu wenig. Gesundheit unter 50. Selbstgesundheit unter 50, ja. Und Lebenskraftentzug. Wir haben hier natürlich, da fehlt uns wieder was. Und zwar, wenn der Gegner einen Rang, Elite oder höher, dann benutzt du die Fähigkeit. Fluch der Sterblichkeit. War das Fluch der Sterblichkeit? Ich glaube. Genau. Fluch der Sterblichkeit? Von mir aus. Er klingt nicht begeistert. So, Heilung. Verjüngung war ja für Mana- und Ausdauerregeneration. Und das war Gesundheitsregeneration. Gut, das sollte ich vielleicht eher so... Naja, machen wir es hier oben hin. Das würde er ja nicht so oft benutzen. Massenverjüngung, genau. Dann haben wir rein theoretisch Kräuterkunde, die ich jetzt rausgeworfen habe. Sehr schön. Flammenschlag. Schwäche ist cool. Flammenwaffen. Flammenwaffen könntest du eigentlich auch anwerfen. Allerdings hast du dann schon wieder kaum noch Mana, oder? Wenn ich jetzt sage, selbst beliebig Modus aktivieren, Flammenwaffen. Schon dabei. Wir werfen sie mal kurz an. Inferno ist auf jeden Fall cool. Der Feuerball. Ein bisschen Blitzkanne, Arcana Schild. Ja, muss er nicht unbedingt anwerfen. Wandelnde Bombe. Todessog. Ach, rein theoretisch müsste er so viel Zeug anwerfen. Todessog ist ja, um Mana zu regenerieren. Ich packe dieses Schild mal weg. Mana regenerieren. Und dann gab es ja auch dieses Todesmagie. Herrje, es ist halt immer so viel Zeug. Lähmung. Fluch der Sterblichkeit.
Da haben wir ihn. Lebenskraftentzug. Das ist dann, um sich selber zu heilen. Todeswolke. Heldenhafter Angriff. Werden wir wahrscheinlich nicht wirklich benutzen. Pesthauch. Massenlähmung. Machen wir mal die Lähmung und die Massenlähmung nach hier hinten. Ich werde mir das nie merken, das weiß ich jetzt schon, aber... so fühle ich mich minimal besser. Und wir müssen hier weiter. Ohne Texturen. So, wir looten erstmal. Du da hinten kommst schon klar. Nein, natürlich nicht. Aber, na gut, das kann ich jetzt im Kampf eh nicht machen. Ich wollte keine... Verschwinde! Wir hatten, glaube ich, noch einen Robo oder so. Ungeschickt! Er hat keinen Kopf. Bringt euch in Sicherheit. Ich muss hier raus. Ja. Das ist creepy. Irgendwas geht hier überhaupt nicht mit rechten Dingen zu. Mairi, habe ich denn irgendwas für dich? Mit Sicherheit, du kannst Duncans Schwert benutzen. Das ist besser als das, was du da hast. Aber gib mir das ja wieder. Gib mir lieber ein graues Wächterschwert. Ich habe Angst, dass sie mir das nicht wiedergibt. Bregans Bogen. Rüstungstechnisch, wir könnten dir eigentlich auch... Wow, du bist echt schlecht ausgerüstet. Was trägst du denn da überhaupt? Was ist das? Schwere Rüstung. Ich meine, okay, das ist massive Rüstung, aber... Ich habe Angst, dir das zu geben. Wir gucken erstmal, ob sie überhaupt bei uns bleibt. Und Anders, ich werde ihn Anders nennen. Anders ist so seltsam. 12 Verteidigung hat er auch an. Roben des Magierlords. Er hat Zauberkraft. Er hat eigentlich... Oh, er hat eigentlich... Okay. Seine Robe ist eigentlich in Ordnung. Vigils Wacht. Wo sind wir denn jetzt hergekommen? Dadurch, dass Texturen fehlen, ist es... Okay, da sind wir hergekommen. Gebietsdurchquerung. Vigils Wacht. Herr Yi. Oh, und da verabschiedet sich mein Spiel. Wir sehen uns gleich wieder nach einem kleinen Schnitt. Bis gleich. So, und da sind wir wieder nach einem kleinen Schnitt, den ich hoffentlich nicht vergessen habe. Und ja, wie ihr seht, es sieht nicht gut aus. Die Texturen sind immer noch nicht da und ich komme nicht durch diese Tür. Also die Tür, die rein theoretisch weitergeht, jedes Mal, wenn ich sie betrete, dann gibt es einen Crash. Ich finde dazu auch nicht wirklich was. Ich denke mal, das hat damit zu tun, dass mir Windows eben mal dieses Spiel komplett gecrashed hat, zerstört hat, Dateien hin und her geschoben wurden und Dateien verschwunden sind. Ich hoffe, dass ich das bis zur nächsten Aufnahmesession hinbekomme. Ich muss allerdings an dieser Stelle schon sagen, ich sehe fast ein bisschen schwarz. Ich werde natürlich alles versuchen, die Leute, die mich von Skyrim kennen oder die meine Skyrim Modded Folgen gucken, die wissen, dass ich da relativ hartnäckig sein kann, wenn sich mal irgendwo was zerschießt oder wenn ein gemoddetes Spiel mal irgendwo nicht so läuft. Aber dadurch, dass hier eben Windows auch seine Finger im Spiel hatte und das Ganze überhaupt verursacht hat, und das alles sowieso schon nicht mehr unter einem guten Stern stand, kann ich, wie gesagt, leider nichts versprechen. Ich hoffe, ich krieg's irgendwie hin. Es würde mich selber wahnsinnig freuen, weil ich eigentlich ja auch dieses Spiel gespielt habe, um die DLCs jetzt endlich mal zu spielen. Es könnte natürlich auch sein, dass ich das Ganze, ja, eventuell komplett deinstallieren muss und neu installieren muss. Und dann haben wir vielleicht keinen Speicherstand mehr. Ich hoffe, ich kann das irgendwie umgehen. Und ansonsten muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Genau, ich muss jetzt leider diese Folge an dieser Stelle erstmal beenden, denn wie gesagt, ich komme leider nicht durch diese Tür, ohne rauszucrashen. Ich versuche es, wie gesagt, hinzubekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, obwohl hier alles irgendwie schwarz ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge oder vielleicht, wenn es ganz schlecht läuft, bei einem anderen Spiel wiedersehen würden. Ich sage an dieser Stelle vielleicht auch mal, es könnte sein, wenn das ein bisschen länger dauert. Ich werde euch da auf diejenigen, die mir auf Facebook und auf Twitter folgen, werde ich versuchen, auf dem Laufenden zu halten, wie es damit aussieht. Dass es vielleicht sogar ein paar Tage Pause gibt, bis ich das wieder hinbekommen habe, wenn ich die Hoffnung habe, dass ich es wieder hinbekomme. Genau, folgt mir da einfach, wenn ihr mir noch nicht folgt. Oder ja, wir sehen uns dann. Vielleicht in der nächsten Folge oder im nächsten Let's Play, wenn es ganz schlecht läuft. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.